Hallo und herzlich willkommen zu Hollywood Inside. Wir haben die deutschen Touristen begleitet hier in Schwarzheide auf der großen Reise der großen Filmstadt hier in Hollywood. Da kommen sie auch schon, Wahnsinn! Ja, meine lieben Freunde, und auch in Hollywood kann man sich auch super Filmkulissen ansehen. Wir haben hier zum Beispiel die große Filmkulisse von Spider-Man 1, von Spider-Man 2, von Spider-Man 3 und natürlich auch Terminator 4 wurde hier gedreht. Das weiß keiner, aber super, man sieht's nicht schlecht. Top Requisite. Wie Hände beim Applaus. Das Leben schenkt mir ein und darum geh ich mit ihm aus. Bin süchtig nach dem Augenblick. Verliebt in den Moment, in das, was man das Leben nennt. Denn ich bin süchtig wie der Mond, der hat voll da oben Trumpf. Ja, wir sind jetzt hier in Hollywood bei Schwarzheide. Hier die große Filmszene für den neuen Film nächstes Jahr. Der Professor und seine drei Studentinnen. Ja, man sieht die Architektur, dieses ganze Gebäude im Hintergrund wird quasi in die Luft gesprengt. Ich schlafe mit dem Pyrotechniker in einem Hotel zusammen. Er hat mir das verraten, eigentlich, ich will nicht zu viel verraten für den Film, aber das wird der Wahnsinn. Ihr müsst ihn euch anschauen nächstes Jahr im Kino. Wie gesagt, der Professor und die drei Studentinnen, ja, ganz perfekt. Die Architektur, also, ist ein Traum. Es ist viel zu schade, die ganze Sache in die Luft zu sprengen. Super. Ich weiß auch gar nicht, wie es hieß jetzt. Kampusch? Ja, wir werden sehen, liebe Freunde. Jedenfalls, wie gesagt, große Empfehlung, der Professor und seine drei Studentinnen. Ja, meine lieben Freunde, hier ist auch ein weiteres Highlight in Hollywood bei Schwarzheide. Die große Filmkulisse von dem Film Sister Act, wo Whoopi Goldberg damals mit ihren Frauen hier unplugged live gesungen hat. Das ist ja der Wahnsinn, Freunde. Hier ist Whoopi Goldberg für euch. Wie kommt's denn, Whoopi? Sei gegrüßt. Hallo. Mensch, und wie kam das damals zu eurem Film? Um was ging's da eigentlich? Es ging um Musik. Es ging um Nonnen und es ging um Musik. Und ich habe ja auch gesehen, du bist ja voll abgegangen in dem Film, ja? Wo du deinen Einzelpart gesungen hast. Yeah. Kannst du das nochmal vielleicht vormachen für uns hier und für die Touristen? Yeah. Ja, Wahnsinn. Ja, Whoopi, einmalig. Nicht schlecht. Ja, Freunde, wir werden dann weiterreisen und mal sehen, was hier alles in Hollywood noch zu sehen ist. Ja, hier haben wir große Requisiten aus dem Film Herr der Ringe, wo Gollum mit seinen Untertanen gekämpft hat. Wir haben die Szene hier, den Ast, den höllischen Ast. Und man sieht auch Mordor, die große Kulisse im Hintergrund. Das ist einfach der Wahnsinn hier, was man in Hollywood alles so sehen kann. Oh, ich muss vorsichtig machen, nicht, dass was zu Schaden kommt hier. Wahnsinn. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind heute hier beim Narrenhof in Schwarzheide. Hier war gestern die große Galanacht des Oscars. Die großen Aufräumarbeiten sind schon im Gange. Ich muss mal... Oh, die Putzfrau da hinten, kommt mal mit. Kommt mal mit, die Putzfrau ist schon mächtig am Tüfteln. Kurze Eindrücke von gestern. Was ist hier geschehen? Gestern? Ich glaube, gestern war hier eine Oscar-Nacht. Waren Sie dabei persönlich? Ja, auf der Toilette, den ganzen Abend. Ja. Und alles sauber gewesen, oder? Viel, also ist viel Geld reingekommen auf alle Fälle in der Toilette. Viel Beschiss gewesen gestern. Aber, naja, was will man machen? Nee. Ja. Ich muss okay, also man sieht's, hier war gestern mächtig was los.
Wie viele Leute, kann ich nicht genau sagen, aber wir schauen mal weiter, was hier so noch passiert ist. Und ein weiteres Highlight hier an Hollywood, die Area 51. Wir befinden uns hier auf dem Gelände und wir haben hier einen Kollegen, der sicherlich was dazu sagen kann. Schönen guten Tag, junger Mann. Hier, bitte. Hallo. Area 51, kennen Sie sich hier aus auf dem Gelände? Ja, was hier? Area 51. Ist doch das große Sicherheitskonzept von der großen Stadt hier, also von dem Staat. Ich höre immer Area 51. Mein Söhnchen, pass mal auf. Wir sind hier nicht in Area 51, die Amerikaner mit ihren alten Scheiß. Wir sind hier in Arena 52. Das ist ein Stützpunkt. Das ist, hier ist Hightech. Hier, wo das Auge hinspuckt, ist hier Hightech. Überall. Wir haben hier alles erfunden. Die Hallorenkugeln, die kommen von uns. Wir haben hier die Radiergummis, haben wir gebaut damals. Die haben wir hier mit in Schraubstock. Dann haben wir hier die Liebesperlen, kommen von hier und so. Und der elektrische Zahnstocher, da haben wir bis zum Schluss dran geforscht. Und dann kam die Wende. Wahnsinn. Ja, und da hinten sehe ich gerade die weißen Lebewesen in der... In der Landschaft, ist denn das erlaubt, dass diese Tiere auf ihrem Gelände hausen dürfen? Das sind Schafe, mein Freund, hier. Was soll ich den Rasen selber mähen? Ja, da haben Sie recht natürlich, das stimmt. Das ist der Wahnsinn. Hier in Hollywood, Area 51. Wie hieß es, 51? Station 54? Arena 52. Arena 52. Oh, entschuldigen Sie. Ja, wie gesagt, liebe Freunde, Wahnsinn. Ja, liebe Freunde, jetzt ist hier Schluss für uns. Hier steht Stop, weil hier ist der große Sendeturm von NCIS, CIA, AOK, AWO, wie sie alle heißen, hier in Hollywood. Wir müssen ja leider warten. Lasst uns nochmal die Richtung gehen, da habe ich noch weitere Attraktionen für euch. Come da poca bichita va bene, si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Papà l'americano.